Hallo liebe Planerfreunde, ich wünsche euch ein gutes neues Jahr 2018, ein erfolgreiches Jahr, ein glückliches Jahr und vor allem natürlich auch ein kreatives Jahr. Und ja, mein erstes Video im 2018 wird das Setup für mein Bullet Journal sein, das ihr hier schon liegen seht. Das habe ich zu Weihnachten bekommen, dieses Ledercover. Das fühlt sich traumhaft schön an, total glatt. Und es hat auch hier hinten so ganz tolle Dehnungsstreifen im Leder drin. Dieses Cover ist von der Marke, zeige euch mal den Stoffbeutel, mit dem es gekommen ist. Hier seht ihr auch die Marke. Die Marke heißt Joy Token. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht. Das gibt es über Etsy oder auch über Amazon. Ich verlinke euch mal die Seite, wo man sich das mal anschauen kann. Es gibt es auch noch in Schwarz und in einem wunderschönen Dunkelbraun. Und ich habe es zu Weihnachten geschenkt bekommen, aber ich kann euch trotzdem den Preis sagen, weil ich ihn natürlich weiß. Das Cover kostet momentan aktuell um die 65 Euro plus 10 Euro Versand, weil es aus Großbritannien kommt. Ja, also so viel zu dem Cover. Ich finde es wunderschön. Ich bin total verliebt in das Cover. Und bei dem Cover war auch noch mein neues Bullet Journal mit dabei. So, jetzt seid ihr wahrscheinlich ein bisschen überrascht, weil ihr euch denkt, sie hatte doch eigentlich das Lemome nehmen wollen, beziehungsweise das Dingbats. Ja, ist auch richtig. Das hier ist jetzt trotz alledem das kupferfarbene Leuchtturm Bullet Journal, und das hat den Hintergrund, dass dieses Bullet Journal bei dem Geschenk mit dabei war, und ich fand einfach, dass es so perfekt zu dem Cover passt. Also ich finde, es ist einfach eine wunderschöne Kombination, und das Lemome hätte auch ganz gut dazu gepasst, aber ich finde, das Leuchtturm hier passt einfach noch ein bisschen besser, und ja, das Optische hat dann einfach gesiegt, sodass ich gesagt habe, jetzt habe ich das schon bekommen, jetzt nehme ich es auch her. Und das Dingbats und das Lemome kann ich ja trotz alledem auch zu einem späteren Zeitpunkt verwenden. Das wird ja nicht schlecht, das kann sehr gut bei mir in der Schublade liegen, und wenn das dann hier voll ist, dann verwende ich einfach das andere. Ich habe mich jetzt auch bei dem Leuchtturm ehrlich gesagt schon an das kleine Ghosting gewöhnt, und mir macht es jetzt eigentlich nichts mehr aus, weil es ja jetzt schon die letzten 6 Monate habe ich es ja benutzt, und von dem her bin ich es jetzt gewohnt. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Cover auf dieser Seite aussieht. Ich habe jetzt hier diese Postkarte drin, weil die mich einfach an eine meiner Lieblingsstädte erinnert, und ich wollte da einfach noch ein bisschen farblichen Kontrast haben. Ich finde die Postkarte total schön in diesem Vintage-Design. Und hinter der Postkarte verbirgt sich mein Lineal, beziehungsweise meine Schablone, die ich halt immer im Bullet Journal verwende. Und ich hätte gerne schwarze, weil es halt viel besser aussehen würde, aber ich habe bis jetzt noch keine schwarze gefunden, sondern nur dieses hässliche Orange. Und das ist auch ein Grund, warum ich also diese Postkarte hier drin habe, weil die so ein bisschen dieses hässliche Lineal verdeckt. Ja, also wie gesagt, das ist das kupferfarbene Leuchtturm. Das ist ja momentan, hier seht ihr ein bisschen den Schimmer, das ist ja momentan in der Limited Edition gibt. Das gibt es auch bei Amazon, glaube ich, noch mittlerweile. Also mittlerweile wieder. Es war eine Zeit lang ausverkauft, aber mittlerweile gibt es das wieder. Und ich habe mich diesmal einfach für diesen, für so einen Kreis von dem Lace Tape entschieden. Mit dem Schriftzug Bullet Journal, und das gefällt mir momentan ganz gut. Kann natürlich sein, dass ich da irgendwie am Setup noch mal ein bisschen was ändere, aber so lange habe ich das Cover mit dem Buch ja noch nicht, und momentan gefällt es mir so ganz gut. Ja, wenn man es aufschlägt, kommt diese Startseite. Auf die Idee, diese Seite so zu gestalten, bin ich gekommen durch die Gestaltungsvideos von Ella The Bee. Ihr
kennt sie vielleicht. Also sie macht auch Kalendervideos, hat auch einen eigenen Kalender oder zwei eigene Kalender dieses Jahr rausgebracht. Und sie individualisiert ihre Kalender immer sehr. Und sie hat in einem ihrer Videos gesagt, wenn sie ihren Kalender aufschlägt, will sie so eine kleine Wohlfühlseite haben, so eine Seite, die ihr einfach gut gefällt und die sie in gute Stimmung und in gute Laune versetzt. Und ja, dann habe ich hier einfach mal wild drauf losgeklebt und das ist dann dabei rausgekommen. Ich wollte einfach schon lange mal mein langes Washi-Tape verwenden, das ich euch auch in meinem, ich glaube, Jahresrückblick-Video gezeigt habe. Also dieses Washi-Tape ist tatsächlich so breit wie eine ganze Seite von dem Leuchtturm. Und deswegen habe ich einfach mal hier diese Seite mit diesem Washi beklebt. Ich dachte zuerst, es wäre eine ganz gute Idee, hier ein paar Sticky Notes einfach drauf zu kleben, um Notizzettel zu haben. Aber habe mich dann doch umentschieden und habe hier den Key notiert, der bei mir immer total einfach aussieht, weil ich habe nicht so viele verschiedene Symbole. Also ich habe hier einmal das Symbol Aufgabe, dann hier mit Pfeil, dass es sich verschiebt, als Termin einen Punkt, dann natürlich ein abgehacktes Kästchen, wenn die Aufgabe erledigt ist, durchgestrichen ist auch klar und hier unten ist der YouTube-Stempel. Wenn ich ein Video ja filme oder halt hochlade. Und ja, diese Postkarte ist von La Dolce Vita und ist eine meiner Lieblingspostkarten oder eigentlich meine, ja doch eine meiner. Ich habe noch eine andere, die ich sehr gerne mag. Und ich mag einfach dieses Mädchen total gern, wie da in ihrem Buch schreibt und so ein bisschen ratlos aussieht, weil so geht es mir auch oft. Also ich habe es jetzt gerade wieder gemerkt, als das Buch ganz frisch und neu vor mir lag und lauter leere Seiten hatte, dass ich doch erst ein bisschen so Hemmungen hatte, anzufangen und was reinzuschreiben. Und da habe ich, glaube ich, auch so geguckt wie das Mädchen hier. Und ja, ich habe irgendwie meine Liebe zu Disteln entdeckt. Ich weiß auch nicht, irgendwie gefallen mir Disteln total gut. Ich finde, es sind doch recht schöne Blumen. Und deswegen habe ich hier so ein paar Disteln aufgeklebt. Und Lavendel ist auch eine meiner Lieblingspflanzen im Sommer. Ja, und das ist so meine Begrüßungsseite, meine Startseite, die mich einfach an den Sommer erinnert und ich finde die sehr, sehr schön und ja, mir geht's gut, wenn ich die Seite anschaue. Und wenn ich dann umblättere, kommt das Inhaltsverzeichnis, das ich in diesem Jahr zum ersten Mal auch schon angefangen habe auszufüllen. Bei meinem letzten Bullet Journal habe ich die Seite komplett ignoriert, habe da gar nichts ausgefüllt, weil ich es irgendwie auch nicht gebraucht habe. Aber ich habe mich jetzt doch entschlossen, da ja ein ganzes Jahr hier rein soll, dass ich es von Anfang an pflege und ich werde einfach mal sehen, ob ich die Seite, ob ich darauf zurückgreife, wenn ich eine Seite suche oder nicht. Aber es kann ja nicht schaden, wenn man es pflegt. Ja, auch die habe ich so ein bisschen dekoriert, aber nicht so viel, weil da soll ja hauptsächlich Text rein. Als nächstes kommt dann meine, ja, Startseite für 2018 oder Begrüßungsseite, wie auch immer man das nennen möchte. Und mit diesem Spruch, große Dinge beginnen oft klitzeklein. Und ja, diesem 2018, das ich mit einer Aquarelltechnik gemacht habe, die momentan so ein bisschen durch Facebook geistert. Und die habe ich jetzt auch ein paar Mal ausgetestet in meinem alten Leuchtturm. Und ich muss sagen, also ich bin total überrascht, weil die Technik verwendet man doch sehr nass. Aber das Papier hat es sehr gut verkraftet. Also es hat sich am Anfang natürlich gewellt, weil das Papier ja nass wurde. Aber es hat getrocknet, also als es getrocknet hat, ist es wieder sehr glatt geworden. Also ich weiß jetzt nicht, man kann es glaube ich nicht so gut sehen, aber es ist tatsächlich hier gar nicht wellig. Und das finde ich echt total cool, weil das Leuchtturmpapier hat ja nur 80 Gramm und ich bin echt überrascht, wie gut es diese doch recht nasse Technik verkraftet hat. Und ich beschreibe euch mal ganz kurz, wie die geht, falls ihr die noch nicht kennt. Sie ist eigentlich simpel, aber ich erkläre es euch einfach kurz. Also man verwendet so eine Folie, also einfach so ein Stück Plastikfolie
von, ja, zum Beispiel einer Pralinenschachtel oder so. Und dann nehmt ihr euren Aquarellkasten oder Tombows und malt einfach verschiedene Farben auf diese Folie drauf. Ich kann euch mal zeigen, wie das dann aussieht. Also ich zeige euch mal das auf einer leeren Seite. Also man malt einfach mit Tombows oder mit Aquarellfarben auf dieses Stück Plastik. Dann besprühe ich es mit ein bisschen Wasser, also nicht viel, nur ein bisschen, sodass es ein bisschen ineinander verläuft. Und dann dreht ihr die Seite um und verreibt die hier so. Also möglichst so, dass es einen schönen runden Kreis ergibt. Und dann müsst ihr das Ganze trocknen lassen und da ergeben sich wirklich tolle Effekte. Und je nachdem, wie viele Farben man nimmt, ja, wird das natürlich dann so ineinander verlaufen. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal probiert, das gefällt mir wirklich total gut und ja, ist jetzt nichts Spektakuläres, aber ich finde einfach, es ergibt ganz schöne Effekte und hier seht ihr dann, dass es also nicht durch scheint, ja, also ein bisschen scheint es schon durch, aber es blutet nichts durch und ich habe es schon also relativ nass gemacht und das Papier ist auch wieder schön glatt geworden. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich glaube schon. Also das Papier ist wirklich, hat es sehr gut aufgenommen. Und ja, das ist dann jetzt mein Future Look. Ich weiß, viele haben vor dem Future Look erstmal eine Jahresübersicht, aber ich bin da kein Freund davon, weil zum einen bin ich wirklich zu faul, die Monate hier zweimal aufzuschreiben, also einmal für den Future Log und einmal für die Jahresübersicht. Und zum anderen bin ich ja ein Freund von Klappseiten und deswegen habe ich auch hier ganz hinten auf der letzten Seite vom Leuchtturm, die ist so ein bisschen verstärkt, also so ein bisschen stärkeres Papier. Da habe ich einfach eine Postkarte genommen, da steht jetzt drauf, ich freue mich auf das neue Jahr mit dir, auf dieser Postkarte. Und hier ist meine Jahresübersicht. Das heißt, ich klappe die aus und wenn ich Wochen plane, also meine Wochenplanung mache, habe ich hier immer die Jahresübersicht sozusagen neben mir. Habe hier auch nochmal die Feiertage stehen und ja, tue mich dann einfach leichter und muss nicht jedes Mal in jeder Wochenübersicht den Kalender klein aufschreiben. Das hat mich nämlich im letzten Bullet Journal dann doch irgendwie so ein bisschen genervt und ich habe auch nicht so eine schöne Schrift und kann nicht so klein schreiben und das war dann immer so ein bisschen, ja, nicht so schön einfach und deswegen habe ich mich entschieden, ich habe das hier auch laminiert, also mit breiten Tesa beklebt, sodass die nicht so flatterig abgekribbelt sein wird, hoffe ich. Und ja, die kann ich jetzt immer ausklappen, wenn ich plane. Und habe so meine Jahresübersicht immer bei jeder Seite dabei. Und habe dann also hier die Monate nur einmal aufgeschrieben, eben für den Future Look. Da habe ich jetzt momentan noch nichts eingetragen, aber das werde ich also nach dem Video meine ganzen Sachen eintragen, die Termine, die ich schon weiß. Also der Future Look funktioniert eben so, dass hier der Januar ist und hier schreibt man dann die Termine, die in der Zukunft liegen, auf, weil im Bullet Journal plant man ja von Woche zu Woche normalerweise. Manche schreiben sich auch alles auf einmal auf, aber dann kann man sich auch eigentlich einen normalen Kalender kaufen. Und ja, ich mache das nicht, ich plane halt von Woche zu Woche und da ist der Future Log schon ganz sinnvoll eigentlich. Wobei wir, also unsere Familie oder meine Familie, wir haben noch so einen Familienwandkalender, den haben wir jedes Jahr und da schreibt jeder seine Termine rein. Da wird auch nichts dekoriert, da wird ziemlich geschmiert und durchgestrichen und der sieht ziemlich schlimm immer aus, aber das ist so ein bisschen mein Future Look. Nichtsdestotrotz werde ich die Termine auch hier übertragen, falls ich das Bullet Journal mitnehme zur Arbeit. Das weiß ich noch nicht so genau, wie ich es handhabe, deswegen werde ich momentan im Januar erstmal den Filofax und das Bullet Journal parallel führen. Das heißt, es wird auch Filofax-Videos geben, bis ich so ein bisschen rausgefunden habe, welches System sich für unterwegs besser lohnt oder besser funktioniert. Und ja, also wie gesagt, das ist mein Future Log für die erste Hälfte des Jahres und das ist dann die zweite Hälfte des Jahres. Da kommen dann eben die Termine rein, die in der Zukunft liegen.
Dann ist hier der Geburtstagskreis, den machen auch ganz viele, die Bullet Journaling machen. Also das ist jetzt nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern ja, das verwenden ganz viele. Da stehen eben die Geburtstage und auch Ferientage, Feiertage und ich habe auch Todestage drin stehen, damit man einfach nichts vergisst. Also gerade bei Geburtstage, das geht mir ganz oft so, dass ich da einen Geburtstag verschlafe. Und da ist diese Übersicht ganz schön. Ich bin ein bisschen unglücklich über die Farben. Ich habe mir zuerst gedacht, ich mache hier so eine Art Color Coding, dass ich mir jetzt schon überlege, welchen Monat ich welche Farbe zuweise. Und da kam dann das dabei raus. Aber jetzt im Nachhinein gefallen mir die Farben nicht mehr. Und ich habe auch beschlossen, dass ich nicht mir eine Farbe, eine ganze Farbe für einen Monat auferlegen will und ich möchte da einfach flexibel sein und jede Woche so planen können, wie ich mag und nicht an eine Farbe gebunden sein. Deswegen würde ich jetzt im Nachhinein die Farben anders machen, wahrscheinlich etwas pastelliger und aber gut, das ist jetzt so, wie es ist. Auch wenn mir jetzt diese Farbkennzeichnung nicht so gut gefällt, ja, steht das jetzt so und muss jetzt auch so bleiben. So, dann als nächstes habe ich hier so einen kleinen Haushaltstracker. Da möchte ich mir einfach die Termine reinschreiben für Sachen, die ich nicht so oft mache. Also hier so quartalsweise. Ich habe mir vorgenommen, die Fenster quartalsweise zu putzen, die Schränke mal durchzusortieren und Keller, Dachboden mal durchzuschauen. Also das jetzt vielleicht nicht quartalsweise, sondern vielleicht auch nur halbjährlich oder einmal im Jahr, so Keller und Dachboden. Und dann eben monatliche Sachen, die ich dann nur abhake. Und hier möchte ich mir das Datum reinschreiben, dass ich dann einfach weiß, wann ich es zuletzt gemacht habe. Auch wenn ich jetzt nicht die Fenster meinetwegen quartalsweise schaffe. Aber zumindest habe ich dann ein Datum drinstehen, dass ich weiß, okay, ich habe die Fenster zuletzt im Januar geputzt. Dann könnte ich es ja vielleicht mal wieder im Mai machen oder so. Also ich muss mal gucken, wie praktikabel der Tracker ist, ob ich den vielleicht noch irgendwie dann erweitere oder so. Aber jetzt für den Moment habe ich mir das mal so überlegt. Ich hatte ja im alten Bullet Journal eine große Organisation gemacht, eine große Haushaltsplanung. Die wollte ich hier jetzt nicht wieder eins zu eins übertragen, aber ich habe ja das alte Bullet Journal noch und kann ja da auch noch mal nachgucken. Also das ist ja nicht irgendwie weg. Ich habe also generell Listen aus dem alten Bullet Journal jetzt nicht in dieses übernommen, weil ich keine Lust hatte, Listen eins zu eins nochmal abzuschreiben. Da werde ich dann einfach ins alte Bullet Journal greifen und mir dann da die Informationen rausholen, wenn ich sie brauche. Die zweite Liste, die ich pflegen möchte, sind die gelesenen Bücher. Das finde ich schon immer ganz interessant, da ich ja gern lese und dass ich dann am Ende des Jahres mal so eine Übersicht habe, ja, wie viele Bücher habe ich denn geschafft oder was habe ich denn gelesen. Und ja, also das möchte ich gern pflegen. Solche Sachen wie Serien oder Filme sind für mich jetzt eher uninteressant. Also ich schaue Serien, ich schaue auch Filme, aber ich muss mir das nicht unbedingt aufschreiben. Also da führe ich keine Statistik. Dann als nächstes habe ich hier ja so eine Vorsatz- oder Ziele-Seite. Also die Ziele bzw. Vorsätze möchte ich hier noch anschließend reinschreiben. Die wollte ich euch nicht jetzt so öffentlich machen. Aber hier kommen einfach so meine Jahresziele oder Jahresvorsätze rein. Und das ist hier so ein Leitspruch, der mich das Jahr begleiten soll, aber eigentlich nicht nur das Jahr, sondern eigentlich begleitet der mich so fürs Leben, weil ich finde das ganz wichtig. Ja, also das ist so ein bisschen meine Motivationsseite, kann man sagen. Und das war es jetzt schon mit der groben Vorplanung. Als nächstes kommt also schon der Januar. Ich weiß, ganz viele haben dann noch andere Seiten wie Finanzplanung und so. Aber das werde ich, denke ich, eher monatlich machen und nicht aufs ganze Jahr bezogen. Also hier gehen bei mir jetzt sozusagen die Monate los und wir starten mit dem Januar. Das ist mein Januar-Titelblatt. Das habe ich einfach so ein bisschen winterlich gehalten, winterliche Pflanzen und in hellblau. Also der Januar soll bei mir eher so hellblau sein.
Ich halte mich, wie gesagt, ich möchte mich nicht strikt an ein Farbkonzept oder an ein Designkonzept oder so halten, sondern ich möchte einfach hier gestalten, kleben, collagen, zeichnen, wie ich gerade lustig bin. Und ich möchte da keinen einheitlichen Style haben, der sich durchs ganze Bullet Journal oder durch die ganzen Monate zieht, weil ich möchte mich einfach da nicht festlegen und einfach so gestalten können, wie ich mag. Und ich habe jetzt einfach mal hellblau genommen, weil es natürlich einfach gut zum Winter passt. Und hier ist nochmal so eine kleine Monatsübersicht, wo ich mir dann einfach den Geburtstag und den Schulanfang, also momentan sind ja Ferien, den Schulanfang eingezeichnet habe. Das habe ich auch letztes Jahr, also im alten Bullet Journal schon gemacht, und mir reicht so eine kleine Monatsübersicht immer ganz gut aus. Dann auch diese Seite ist altbekannt, meine Braindump oder Write It Down nenne ich sie ja. Also es ist einfach so eine Notizseite, wo ich mir Sachen aufschreiben kann, die jetzt nicht auf einen Termin oder auf eine Woche bezogen sind, sondern einfach so eine allgemeine Aufschreibseite. Also ja, Notizen, Braindump, wie immer man das nennen will. Und die habe ich auch so ein bisschen winterlich mit hier mit den kleinen Eisbären. Und das ist dann meine Monats-To-Do-Seite, die ist schon recht gut gefüllt. Und die Monats-To-Dos werde ich dann einfach in die Wochen noch mit einbauen und hier dann abhaken, wenn ich es erledigt habe. Und dann kommt hier, ja, das habe ich bisher nie gemacht, aber ich finde es einfach eine total schöne Idee, einen monatlichen Mood-Tracker in Form von einem Bild zu machen. Es hat so ein bisschen was von Malen nach Zahlen, was ich als Kind sehr gern gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob ich es ausfülle. Also ich bin in solchen Sachen immer so ein bisschen schludrig. Das heißt, ich fülle sowas eine Woche oder so ein paar Tage aus und dann vergesse ich es und mache es nicht mehr. Aber ich wollte es einfach mal probieren, weil ich die Idee einfach großartig finde, jeden Monat ein anderes Bild zu nehmen, das nach Zahlen aufzuteilen und dann eben, ja, so wie man sich an einem Tag gefühlt hat, das auszumalen. Ich probiere es einfach mal aus, es ist ein Versuch, ich hatte sowas bisher noch nicht. Also ich hatte mal einen Mood-Tracker, allerdings in Tabellenform, aber so in Bilderform hatte ich es noch nicht und ich... Ja, mir gefällt die Idee einfach, deswegen teste ich das jetzt mal. Und ja, diese Seite, da möchte ich einfach alle YouTube-Videos aufschreiben, die ich im Januar mache. Eventuell auch mit kleinen Notizen oder kleinen Planungen. Mal sehen, wie ich damit zurechtkomme, ob mir der Platz ausreicht oder ob ich im Februar dann eine Doppelseite dafür verwende. Also das ist jetzt auch mal ein Versuch. Aber ich denke mal schon, dass mir der Platz ausreicht, weil im Normalfall mache ich ja höchstens 1 bis 2 Videos die Woche. Und der Januar hat ja 4 Wochen oder 4,5 Wochen. Also eigentlich müsste ich mit dem Platz ganz gut hinkommen. Dann ist hier meine erste Monatsübersicht, die ich momentan in dieser, ja, weiß ich gar nicht, Tabellenform, vielleicht kann man es Tabellenform nennen, mache. Also ich habe das irgendwo mal gesehen, also auch das ist nicht jetzt auf meinem Mist gewachsen, aber diese Einteilung habe ich mal irgendwo gesehen, ich glaube auf Instagram oder auch auf Pinterest. Und ich glaube, die machen momentan auch mehrere, aber ich finde die sehr schön. Und ich finde, die ist einfach auch simpel. Man muss nicht groß irgendwelche Kästchen ausrechnen, sondern man zieht einfach hier sein Gitterkreuz und hat dann seine Tage und hier nochmal so eine kleine Spalte übrig, die man für Notizen, Mealplanning, Finanzen, keine Ahnung, verwenden kann. Ich habe mir das jetzt hier einfach mal offen gelassen und meine Videos stempel ich jetzt hier immer mit diesem kleinen YouTube-Stempel in den Tag, wo ich es dann auch hochlade oder filme. Also fürs Filmen habe ich noch so eine kleine Kamera, so einen kleinen Stempel, und fürs Hochladen habe ich dann diesen Stempel. Und ja, mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Also das hier sind auch Stempel, also die Zahlen sind Stempel. Die hier habe ich mit der Prägemaschine gemacht. Und das hier ist auch gestempelt und ansonsten einfach ein paar Sticker verteilt. Und
Ja, die Einteilung finde ich momentan sehr schön. Kann auch sein, dass ich irgendwann wieder zu meiner alten Einteilung zurückkomme, aber momentan gefällt mir die ganz gut. Und ja, die letzte Seite ist dann einfach die Geburtstagsplanung für meinen Sohn. Der hat jetzt bald Geburtstag und da gibt es eine Kindergeburtstagsparty und da muss ich ein bisschen was planen. Und das war's. Mehr ist natürlich noch nicht drin. Und ja, weiter hinten gibt es dann gar nichts mehr. Also hier ist halt mein Ausklappkalender und hier hinten ist noch eine Tasche. Hier habe ich schon das Kalenderblatt für 2019 drin. Falls ich da mal was nachgucken muss, dann kann ich hier einfach mal schauen. Und ja, der Kalender hat, das Cover hat hier halt noch so eine Tasche, wo der Kalender eingeschoben wird. Und hier ist eigentlich eine Stiftschlaufe, aber ich habe Angst, dass der Stift dann hier das Bullet Journal verkratzt. Deswegen werde ich mir wohl hier noch eine Stiftschlaufe irgendwie hinmachen, wo ich dann einen Stift reintun kann. Aber da muss ich jetzt erstmal gucken, welche ich da mir besorge, weil die von Leuchtturm ist nicht so gut. Die ist nämlich sehr schmal, da bringt man nur einen Bleistift unter. Und da muss ich mal gucken, ja, welche Stiftschlaufe ich mir dazu lege. Ja, das war es eigentlich schon mit meinem Setup für Januar. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das nächste Video wird wahrscheinlich dann ein Filofaxing-Video sein. Ja, das war's mit diesem ersten Video für 2018. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start, seid gut rübergerutscht und ich freue mich dann auf eure Kommentare und auf eure Setup-Videos und ja, auf bis zum nächsten Mal sozusagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!